Fliesenzubehör und Hafnerbedarf Renner. Gewerbepark Winkel 9 in 4702 Wallern an der Trattnach. Fliesenzubehör von Renner, jetzt online bestellen. Einfach, bequem und preiswert. Renner-Fliesenzubehör.at. Es ist wieder soweit. Motorrad-Berg-Europameisterschaftslauf rauf von Landshag nach St. Martin im Mühlkreis. Samstag, 20. April ab 12 Uhr Training. Sonntag, 21. April das Rennen. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich sicher selbst. Bergrennen.at. Heiße Eisen. Die Parade der Lambacher Pferdewirte am 20. April 2024 im Pferdezentrum Stadl-Paurer. abzlambach.at. Sich so schnell wie möglich Karten besorgen, heißt es beim legendären Musical in Dachsberg. Am besten gleich jetzt unter dachsberg.at. Willkommen im neuen Mambo beim Naturerlebnisbad im Luftkurort Galsbach, wo es Leckerbissen auch zum Nulltarif gibt. Mittwoch gratis Nudeln, Donnerstag Chicken Wings, all you can eat, Freitag Happy Hour mit Burger und Cocktail, Samstag ist Schnitzeltag mit Preisen fast wie zu Omas Zeiten. Das Mambo hat von Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr geöffnet, am Samstag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr und ab 17 Uhr. Entdecke die Welt mit Heuberger Reisen. 30. Mai bis 2. Juni, liebliches Elsass. 5. bis 11. Juli, Hamburg und Ostfriesland. heuberger-reisen.at. Die sehr gute Nachricht. Das Konzert der Extraklasse Best of Austria mit Gartenside Big Band und Olles Leiwand geht in die Verlängerung. Nach dem ersten, restlos ausverkauften Abend in Wolfseck gibt's am 23. März in der Mehrzweckhalle Wolfseck ein Zusatzkonzert. Karten dafür gibt's am Marktgemeindeamt Wolfseck. Und am 20. April um 19.30 Uhr gibt's dieses Konzert im Schaumburgsaal in Hartkirchen. Die Karten dafür gibt's bei der Reika Hartkirchen. Wohin fährt der Zug? Heißt es beim LT1 Oberösterreich-Ligaspiel der Runde 17 zwischen dem SV Setterbad Schallerbach und der Spielgemeinschaft Hogo Wels 2 vor allen Dingen für die Messestädter. Denn der 11 von Coach Jürgen Schattasch fehlen auf den 15., also den vorletzten Platz in Oberösterreichs höchster Fußballliga, 5 Zähler. Den hat derzeit Bad Ischl inne. Und der würde nach derzeitigem Stand zumindest die Relegation bedeuten. Für die Schützlinge von Trainer Erich Renner geht's da um wesentlich weniger. Der Oberösterreich-Liga-Aufsteiger der letzten Saison hat auf der 5 eingeparkt und hat Tabellenführer Ött mit 6 Punkten Rückstand noch immer im Blickfeld. Stadionsprecher Herbert Strassel kann in der Setter Arena an die 300 Fußballfreunde, unter ihnen auch die Trainerlegenden Kurt Russ, Gerd Mittermeier oder Franz Bloyer, sowie Andreas Holzinger, den Chef des Bundessport- und Freizeitzentrum Obertraun, dessen Junior bei den Gästen in der Startformation steht, begrüßen. Die 300 sind dann in Minute 8 wieder Außenseiter, ausgehend von Aliti und Bloyer die erste Chance in diesem Spiel auf sein Konto bucht. Zählbares kommt für die Schatters-Jungs allerdings nicht raus. Fünf Minuten später spielt es sich dann auf der anderen Seite des Platzes ab. Gremsel holt sich die Kugel noch vor der Cornerlinie, spielt das Runde vor den Kasten von Gäste 1er Gantschew und dort sorgt Setter-Angreifer Fröschel für die erste große Aufregung bei den Welsern. In der 22. Minute die nächste Möglichkeit des Tabellenfünften zur Führung in diesem LT1 Oberösterreich-Ligaspiel der Runde 17. Schröttner bedient Gremsel im Gäste 16er
und der sorgt dafür, dass Gantschew ordentlich was zu tun bekommt. Praktisch im Gegenzug geht's vor dem Kasten von Heimeinser Gruber rund. Nach einem Fehler der Rennerboys kommt Mustecic ans Leder, der bedient dann Kausewitsch ideal, der kann aber aus dieser Top-Möglichkeit nichts Gewinnbringendes produzieren. Nur eine Minute später bedient Bayram Gass im Herbst noch bei den Welsern im Einsatz, jetzt bei den Kurkickern tätig, seinen neuen Spielkameraden Kremsel mit dieser Flanke ideal. Aber bei dem sind bei den nächsten Trainings ganz sicher Kopfballübungen angesagt. Nach gut einer halben Stunde Spielzeit wird Kausewitsch schön ins Loch Richtung Setterheiligtum geschickt. Aber Heimabwehr und Heimkicker reagieren darauf perfekt und clever, lassen den Welser nicht ans Runde kommen. Das Match ist gut, fair, aber hart, sprich körperbetont. Da muss bei so manchem Aktiven auch schon mal der Masseur seine Arbeit leisten. Ein bisserl Eis drauf und schon kann's weitergehen. Entscheidendes spielt sich in der 44. Minute ab. Gästeabwehrspieler Stefan Holzinger holt den Setter-Angreifer knapp vor der Strafraumgrenze von den Beinen. Sein Pech dabei, dass er mehr oder minder der letzte Mann vor seinem Keeper ist. Das ist für den souverän pfeifenden Unparteiischen Sebastian Eicher Torraub oder, wie es am Spielbericht ganz richtig heißt, Torchancenverhinderung. Ja, und dafür gibt's laut Regelwerk Rot. Der Sonnemann des BSFZ Obertraun Mastermind Andreas Holzinger kann sich Hälfte 2 gemeinsam mit seinem Daddy von der Tribüne aus ansehen. Beim daraus folgenden Freistoß haben die Schatterschützlinge dann auch noch Glück, dass sie nicht doppelt bestraft werden, denn Stadlbauer knallt das Leder an die linke Stange des Gästekasten. Das ist es dann in Hälfte 1. Die 300 auf den Rängen haben noch keinen Treffer serviert bekommen. Zwischen dem SV Setter Bad Schallerbach und der Spielgemeinschaft Hugo Wels 2 steht's nach 45 Minuten noch 0:0. Bei den frühlingshaften Temperaturen von ca. 15 Grad können die Fans jetzt ihre Pausenstärkung in der Sonne genießen. Fliesenzubehör und Hafnerbedarf Renner. Gewerbepark Winkel 9 in 4702 Wallern an der Trattnach. Fliesenzubehör von Renner, jetzt online bestellen. Einfach, bequem und preiswert. Renner-Fliesenzubehör.at. Es ist wieder soweit. Motorrad-Berg-Europameisterschaftslauf, rauf von Landshag nach St. Martin im Mühlkreis. Samstag, 20. April ab 12 Uhr Training, Sonntag, 21. April das Rennen. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich sicher selbst. Bergrennen.at. Heiße Eisen, die Parade der Lambacher Pferdewirte, am 20. April 2024 im Pferdezentrum Stadlpaurer. abzlambach.at. Sich so schnell wie möglich Karten besorgen, heißt es beim legendären Musical in Dachsberg. Am besten gleich jetzt unter dachsberg.at. Willkommen im neuen Mambo beim Naturerlebnisbad im Luftkurort Galsbach, wo es Leckerbissen auch zum Nulltarif gibt. Mittwoch gratis Nudeln, Donnerstag Chicken Wings, all you can eat, Freitag Happy Hour mit Burger und Cocktail, Samstag ist Schnitzeltag mit Preisen fast wie zu Omas Zeiten. Das Mambo hat von Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr geöffnet, am Samstag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr und ab 17 Uhr. Entdecke die Welt mit Heuberger Reisen. 30. Mai bis 2. Juni, liebliches Elsass. 5. bis 11. Juli, Hamburg und Ostfriesland. heuberger-reisen.at. Die sehr gute Nachricht. Das Konzert der Extraklasse
Best of Austria mit Gartenzeit, Big Band und alles leiwand geht in die Verlängerung. Nach dem ersten, restlos ausverkauften Abend in Wolfseck gibt's am 23. März in der Mehrzweckhalle Wolfseck ein Zusatzkonzert. Karten dafür gibt's am Marktgemeindeamt Wolfseck. Und am 20. April um 19.30 Uhr gibt's dieses Konzert im Schaumburgsaal in Hartkirchen. Die Karten dafür gibt's bei der Reika Hartkirchen. Hälfte 2 beginnt mit einer ganz guten Möglichkeit für die nur mehr zu 10 am grünen Rasen der Set Arena vertretenen Gäste. Die sehr junge Truppe von Code Shutters hat sich, was man schon in den ersten 45 Minuten sah, mit der roten Laterne in ihren Händen nicht abgefunden, sprich in Sachen Ligaerhalt noch lange nicht aufgegeben. Dass die Renner Elf aber nach diesem zweiten Rückrundenspiel, nach dem 0:0 in Weißkirchen in Runde 16, ihren 9. Saisondreier schreiben will, das ist auch klar. Und am 1:0 ist das Team von Präsident Thalermeier nach diesem Pass von Schröttner auf Forschel in der 54. Minute sehr nahe dran. Und auch nach diesem Freistoß von Stahlbauer liegt die Führung des LT1 Oberösterreich Liga 5. In der Vitalwelt Hausruckluft. Gespielt ist zu diesem Zeitpunkt eine Stunde. 5 Minuten später ist auf der rechten Seite Kremsel sauschnell unterwegs. Der Schallerbacher knallt die Kugel dann aber ans Außennetz des Welser Vierecks. Die Renner 11 drückt jetzt mit einem Mann mehr aufs Tempo, will den Dreier. Und nach einer weiten Flanke ist es soweit. Forschel kommt zum Kopfball, den kann Gäste-Einser Ganschew noch entschärfen. Beim Nachschuss von Bayram Gass ist er aber chancenlos. 67. Minute. Der Winter-Neuzugang des SV Sederbad Schallerbach lässt Fans und Mitspieler jubeln, schießt seine Mannen gegen die Spielgemeinschaft Hugo Wels 2 mit 1:0 in Führung. 10 Minuten vor dem Ende ist Heimangreifer Zelic links auf der Torlinie der Gäste unterwegs. Das 2:0 für die Setter-Jungs durch Fröschl verhindert Ganschew mit einer ganz starken Reaktion. Dass es nach 85 Minuten nicht 1:1, sondern nach wie vor 1:0 für die Hausruckviertler steht, dafür müssen sich die Kurort-Kicker auch bei Glücksgöttin Fortuna bedanken. Denn nach dem Stangler des für Kausewitsch in der 65. Minute ins Spiel gekommenen Sakala fehlt kein Meter zu einem lupenreinen Eigentor der Heimjungs. So aber steht das 1:0 für den SV Sederbad Schallerbach gegen die Spielgemeinschaft Hugo Wels 2 auch nach dem Schlusspfiff durch Schiri Eichner auf der Anzeigentafel. Dieses Ergebnis bringt für beide Teams keine Rangveränderung. Die Rennermannschaft parkt in Oberösterreichs höchster Fußballliga weiter auf der 5 ein. Die Shutters 11 bleibt natürlich weiter am Tabellenende und hat jetzt auf den neuen vorletzten Pregarten, da der alte Bad Ischl gegen Monse X spielte, 6 Zähler Rückstand. Ja, jeder Sieg ist geil, besonders im Derby jetzt gegen Wels, gegen meinen Ex-Verein. Ich freue mich umso mehr. Es war halt kein leichtes Spiel, aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Vor allen Dingen eine Halbzeit lang mit einem Mann mehr, aber so richtig in Zählbares umsetzen haben wir es nicht können. Ja, richtig. Es wird das klassische Beispiel, wenn man sie hinten einstellt, tut man sie generell leichter zum Verteidigen. Das hat alles gut gemacht. Wir haben aber die Qualität, dass wir immer wieder offensive Akzente setzen können und Gott sei Dank hat es mit einem Tor gereicht. Schallerbach als Aufsteiger vorne mit dabei. Ja, das wollen wir auch bleiben. Das passt. Ja, in erster Linie muss ich mal meiner Mannschaft gratulieren. Wir haben einen Plan gehabt, da zu spielen. Den Plan haben die Spieler eigentlich sehr gut umgesetzt, dass wir da kurz vor der Halbzeit die rote Karten gekriegt haben. Ja, das passt natürlich nicht ganz ein, aber wir haben trotzdem unseren Mann gestellt. Die Jungs haben alles versucht wegzuverteidigen. Einmal ist es leider nicht gelungen und da hat Schallerbach dann das Tor gemacht. Über die 90 Minuten hat natürlich Schallerbach mehr vom Spiel gehabt und ja, ist das Ergebnis in Ordnung, auch wenn es uns wieder richtig wehtut, weil die Jungs meiner Meinung nach sehr brav gespielt haben.
vor allen Dingen eine sehr junge Mannschaft, die natürlich zu kämpfen hat, um in der Liga zu bleiben, nehme ich an. Ja, man sieht ja eh den Unterschied. Wir sind körperlich vielleicht ein bisschen unterlegen, im Zweikampfverhalten und in manchen Situationen zu grün. Das ist aber der Jugend geschuldet. Dafür bin ich da, dass wir da versuchen, an dem zu arbeiten. Ja, das Ziel Klassenhalt wird ganz schwierig, weil die Oberösterreich-Liga ist für uns wahrscheinlich eine zu starke Liga auf allgemein gesehen, aber aufgeben tun wir nichts und es geht auch um die jungen Spieler, dass wir die weiterentwickeln und dass die einmal eine Zukunft haben für die obere Mannschaft.